Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich habe vorhin schon das Unboxing von meinen Amazon-Bestellungen gemacht und jetzt nehmen wir uns mal das Ladegerät vor. Unboxing Hardware, Hardware-Check mache ich nach ein paar Mal laden, um euch da ein bisschen besser was sagen zu können. Auch habe ich ja schon gleich ausgepackt. So. Können wir das hier auch alles wieder raus. Grund für die Bestellung, weil mich fragen immer viele, warum hast du das bestellt? Ah, hier, was haben wir hier? Fox. Achso, hier eine Garantie, okay. Grund für die Bestellung, ganz einfach. Oh, ein Ladekabel für das Auto, der kommt gleich in den Schrank. Ich habe jetzt die X-Cube 2 und ich habe mehrere Akkuträger mit Batterie. Was mache ich, wenn mal mehr als zwei gleichzeitig leer sind? Wenn die X-Cube leer ist, zwei Batterien, ich habe ein Ladegerät mit zwei, kann ich das ohne Probleme laden. Aber was mache ich denn, wenn jetzt mal sechs oder fünf Batterien leer sind? Deswegen habe ich jetzt einen Vierer und ich habe dann noch das Zweier. Und mein Zweier piept so ein bisschen und das ist auch ganz schön nervig. Wenn es direkt bei mir auf dem Sofa liegt, wenn ich da Film gucken will und da mit dem Kopf liege, weil das ist da nicht weit weg von meinem Kopf, nervt mich das schon ganz schön. Deswegen werde ich jetzt auch gleich mal, das ist das Erste, sorry, das gehört zwar zu Hardware dazu, aber das interessiert mich jetzt einfach. Aua. Ja, das gibt kein Geräusch von sich. Das ist doch schon mal positiv. So. Ich lasse auch den Kabel gleich mal ab. Wir haben hier ein Stromkabel. Wir haben sogar ein Kabel fürs Auto mit bei. Seht ihr das? Der ist nicht immer mit bei den meisten Ladegeräten. Hier ist er mit bei. Bei meinem Ladegerät davor war er auch schon mit bei. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier ist noch eine Folie drauf. Ich werde die natürlich zum Schutz des Displays erstmal drauf lassen. Widerstand ist gut. In der Beschreibung stand, dass man dieses Ladegerät entweder zweimal mit jeweils 1 Ampere laden kann oder viermal mit 500, also jeder denn mit 500 Ampere. Ja, sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Ist sehr leicht, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so leicht ist. Hat hier auch vier Gumminippel. Ja, das ist gleich Hardware-Video, Unboxing und Hardware in eben. Scheiße. Naja, dann lassen wir nur... Ist es halt eine Review, nee, eine Vorstellung. Mache ich halt auch mal ein Vorstellungsvideo, was weiß ich. Muss ich mir was... Sorry, dass ich ein bisschen verplant bin, Leute, aber ich bin jetzt gerade frisch aus dem Urlaub gekommen und wollte das jetzt auch logischerweise auspacken, dass ich es benutzen kann. Was hat mich das Ding gekostet? 34 Euro, glaube ich, bei Amazon. Bin mir jetzt da gerade gar nicht so sicher. Machen wir auch gleich nochmal an. Er piept ihn mal. 1 Ampere. Ah, hier können wir 0,5 Ampere einstellen. Und wenn wir nochmal drauf drücken, haben wir 1 Ampere. Können wir mit 1 Ampere laden. Das finde ich schön. Sonst haben wir keine Tasten. Wenn wir die hier drückt halten, passiert auch nichts. Ah. CHG und Cap. Okay, ach, jetzt mache ich das doch ab. Zack. Nervt mich gerade. Ah, die Verarbeitung sieht sehr gut aus. Also auch irgendwie keine Überstände oder irgendwas dergleichen. Aber irgendwie war doch das, dass man das auch dunkel stellen kann. 1, 2, 3. Bleibt das Display jetzt die ganze Zeit an? Dann kann man da irgendwie ausschalten auch. Habe ich da das Falsche geholt? Nee, ich habe nicht das Falsche geholt.
Helligkeit. Ach, das geht jetzt. Ach, jetzt geht's aus. Okay. Bleibt nur eine kurze Zeit an. Okay. Kann man verkraften. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, vor euch stellt die Nucht. Ich werde jetzt gleich mal nachher noch Batterien damit laden, dass ich euch denn in der nächsten Zeit mehr dazu sagen kann. Ich bin jetzt endlich damit fertig, meinen Tisch abzuarbeiten. Ich mache mal so hoch, ist freundlicher. Ich bin jetzt endlich dabei, fertig, meinen Tisch abzuarbeiten mit euch. Jetzt habe ich mir meinen Feierabend verdient. Ich werde jetzt erstmal entspannen und mich ein bisschen erholen. Gleich muss ich auch ins Bett, ist schon verdammt spät. Morgen ist der erste Schultag, da muss ich fit sein. Also nicht für mich, für meine Tochter, aber wir müssen ja bei Zeiten aufstehen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.